bin ich auf der Couch gelegen, hab mir Bundesliga angeschaut. Schalke ist was für spät, gell? Ja, wo ist er? Ja, und dann bin ich eingepennt. Oh Mann, der Nickel. Schnuff, schnuff, hab ich im 2 aufgeweckt. Spieler des Tages. Was für. Rüber. Was mich da stellen? Oh, mein Beileid. Für was? Fürs Wetter. Nein, das sieht man nicht. Wieso? Das ist, wenn ich vom Fenster aus schaue, sehe ich es auch. Ja, dann macht es. Vorregen, schau hier. 7 Grad. Hey, kann das jetzt verschoben, schau. Vielleicht seid ihr Okay. im Aua, Schwarzen Bank. zu fix Batterie. Schaut jetzt ein bisschen kostig aus, aber ich habe Prost, das. Jungs! Ich habe das Bett kleiner Okay. gemacht, da, dass man da einen weißen Rand hat, sonst waren wir abgeschnitten. Ja. Und da habe ich jetzt die Uhrzeit da herunter und da oben hast du deine Kugel ganz um. Und jetzt sehen Ja, wir wenigstens Qualität, unsere Gesichter einigermaßen. Das muss ich noch aufräumen. Und da, weißt du, das ist so schön, Palle? das Galerie über der Kamera und Uhr wie für den Wecker Einstellungen. Und du hast jetzt eigentlich nur deine wichtigsten Apps. Und eigentlich brauchst du nur die. Und da ist das andere, das muss ich noch aufräumen. Ja, macht es. Super. So, Ja. Jungs, hat's geschickt. Ich bin schon dran. Okay. Mach deinen Scheiß. Schaustaselbach. Alle. Schaibach. Das ist mein aktuelles Teamgewinn für die vor der Weekend League. Ja. Nicht verkehrt. 17 Siege. Nicht gut. Und das kann. Ja, das hat ja schon gesagt, Ja, das hat ja Angst, genau, ja. schau mir die Statistik vom Rösser. Ja, Krank, oder? wie ist das hier? Du hast da, war ich schon weg. Ja, Ja, ist das war schon jetzt ungefähr Nanosekunden da rüber. gut. Warum denn Statistik vom Reus? Achso. Ich hab nicht mehr geschaut. Naja, nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Spielern da muss, Alter. Sind ja nicht wert. Oh, lebt mir Angst. Ich habe einen Ding gemacht Ja, wieder die Zug an Kunku. Hey, ich muss falsch sagen, also wenn ich jetzt so ein Sabitzer bin, Kimmich Vergleich. Das ist so scheiße, der Kimmich komplett aus, hey? Gut, dass ich den nicht gemacht habe. Der hat zwar gerade drei Sterne Skills, aber pff. Na, ist eher Dass man den Mandant drin. ganzen Scheißdreck gewusst ist. Bei schau dir mal mir die ist der Karten an. Stream weg. Also. Wachtel, schau dir mal die Sabitzer-Karten an. Das ist anders, das Tier. Mir hat es gerade aus meinem WLAN rausgehauen am Laptop. Geiler Typ. So, kannst du aufreißen. Wieder wir 663.000. Wieder was du. Wie hast du das gemacht? Ich habe 850. Sorry, Schnuff. Reiß jetzt deinen Scheiß auf, dass ich es bicken kann. So, du Der musst Ernst noch jetzt schon? arbeiten. Ja, ich muss mal Ach du warten. Scheiße. Ja, hier hätte ich ein SPC-Spock, dass ich mehr vor mir aufmachen kann, aber wurscht. Jetzt schon mal speisen, jetzt mal wieder wo sein mit. Ich habe heute eh 3 Runden gespielt. Achso, so ist das. Bachtel, bist du Am morgen frei? 50. 36. und 17. Mann. Naja, ein bisschen. Mag einfach nicht mit mir spielen, der Hütsche. So, Jungs, schauen wir, ob sie sich Das. orientiert, die Schweizerei. Na. Da kriegt der Grisso ein paar Linien raus. Er ist 1-1 wird. Der Immobile.
Na, da. Ja, da. Wie es gesagt hast, den ziehst halt. Den habe ich halt auch schon Alter, gezogen. die Karten ist schon stabil, da. 180, gell? Für Ja, und 180 schau mal waren hier, sogar. jetzt mal wechseln. Also, das sag ich jetzt nicht nach, 96 Ich Crazy. finde den nicht ver. Ich habe den auch nicht verkehrt gefunden. So hat er Beweglichkeit. Ja, Balance 30 wird es belastend. Ich habe einen halben Kaffee und stehe auf Ballons 69. Nein, ich habe einen halben Rückzug. Oder der schmeckt halt dann schon, gell? Weiß ich nicht, mir sehen wir noch nichts. Ja, den habe ich halt. Oder Den den habe ich kann ich jetzt halt. sogar spielen? Komm an, Echt? Upamecano! Ja. Ja, Den Ehre. habe ich. Den habe ich halt gekauft für 380k. Ein Hernandez? Der steht auch in meinem Team. Der steht in meinem Team ja drin. Scheiße, das ist gerade gut. Ja, kann er nicht oben den Table spielen. Ja, eben, das ist doch wurscht. Ich möchte eh mal ein anderes Team haben. Ja, Ehre, Alter. Gute Picks, also zwei Serie A Picks. 96, 93. Mitnehmen, oder? Jetzt haben wir jetzt mal an der Stelle überhaupt nichts sagen. Nein, überhaupt nicht. Ja, und jetzt deine Backel, oder? Es hat die Scheiße. Selten die Goldpack. Es war noch kein Bock, aber noch ein Fernseher da. Jetzt muss ich mich Der langsam zieht nerven. wieder unnötig entlängt, oder der rüber. Das sehe ich schon. Fünfmal hin Also. und her, Ja, weil da besser logisch. nicht drin haben. Schon mit dem Zipfel, mit dem rechten Ohr, mit der Uferplatte, mit dem Schalter von der, was weiß ich was für drum, ist einfach Kaktus. Ist Was? nix. Sigurdsson, du weiter, auf geht's. Gleitdruck ist der Weg. Premium-Leihspieler-Belohnungspack, was ist das für Scheiße? Nein, der Huber. Du nur kriegst den Scheiß aus, Alter, hä? bestimmt Radetzky. Ja, und in der Konsole. Gut, gut, gut. Gut. Wir sehen noch nichts. Hat nicht ziemlich erfolgreich ausgeschaut. Ich bin mit meinen blöden Picks zufrieden. Das ist sogar Bonus da. Ja? Walkout? Ui da. Uide! Uide, ich seh nix! Okay, Uide! jetzt leicht orientiert. Uide! Bin mir nur Der wert. ist doch kein Schuss mehr wert, Das oder? ist doch wurscht, Wahrscheinlich. das ist ja First Owner Kevin De Bruyne wieder. Das ist mir scheißegal. Ich 50.000, schau sag das ich. schnell nach, wie 80.000, viel der so. wert ist. Uide! Bin mir nur wert. Okay. Für 40.000 kriegst du Ja, mich, was KDB ist soll's? genau 50 gewesen. Ja, muss ich. Ja! Ich quitte mal für Aufgaben. Ich habe einen heute einen 91er Hazard zum der wo mir wird. Naja, das ist schon mit 75.000 die zwei.
Nicht schlecht. War trotzdem mehr wert. Ja, wurscht. Ich bin wie ein Totzung. Ein Totti. Ah ja, und ein Reus. Das langt. Oh, ja, Mann, glaub, fürs Daune. Ah, nicht. Ich brauche den mit der Bonusigel. Der ist Schwan sonst. Welche Schmuck? Ach, hast du mal frei? Naja, so nehmen wir es frei. Nennen wir es. Ja, wo ist jetzt? Ja, ich bin nicht in der Arbeit. Das ist Homeoffice. Nein, ich arbeite nicht. Aber Da. frei nenne ich das nicht. Kurzarbeit. Sondern Zwangsurlaub. Bachel hat auch nicht 13 Stunden gearbeitet. Der hat ja gerade noch. Herzlichen Glückwunsch, aber wenn gehst du noch mal wieder reinholen? Nein, wir haben da für eine Oma, da haben bevor das Haus verputzt worden ist, das war jetzt dann passiert, haben uns Lampen montiert schon, Schalter montiert, Sprechanlage montiert, Okay. Bewegungsmelder. So nicht Das das war für Wissen. keinen Spaß. Ich bin gestern um 9:30 heim und heute um 7:30. Ja, wieder, was ist los bei dir? Sind die Skribers am Start momentan oder was? Ja, aber wir haben eine Kurzarbeit. Wir haben jetzt auf 2 Tage 25 Stunden gearbeitet. Passt. Alles klar. Alter. Hey Jungs. Hey Jungs. Nein, so ist meine Firma echt nicht drauf. In dem Fall haben sie einfach Termine, die man sonst nicht halten kann. Ubi. Ja, und gehst du meinen Werkzeugkoffer wieder gesehen? Mein Bike-Werkzeugkoffer. Wir. Ja, ich war gestern auf der Baustelle, weil wir eine vierte Woche haben vor der Brandmeldeanlage in Felder im Krankenhaus. Schon Und vom da hat, ITS ist aus, er oder? dabei. Ja, schon vom ITS aus. Ja. Und dann bin ich aufgefahren und habe halt einen, zwei Lehrbuben, einen Schröter und einen meinen Maxi getroffen, weil der Weichel ja auch rum ist. Und die haben gesagt, mein Werkzeugkoffer liegt auf der Baustelle vom Weichel. Dem Kerl jetzt aber ein Tschech. Weil ich hab, bei mir ist mein das Namensschild runtergegangen, da habe ich mit Folienstift da meinen Namen aufgeschrieben. Okay. Und da steht halt mein Name immer noch oben. Der kennt jetzt den Tschechen. Ja, okay, wenn sie sauer mohren und essen, ne? Wo wahrscheinlich nicht passiert ist, aber Nein, solange das wahrscheinlich vollständig ist, was uns jetzt selbst tun müssen, weil das ja gestellt worden ist. nicht. Und warum sollten sie, weil die können ja nicht für jeden neuen Mitarbeiter ein neues Werkzeug bestellen, das ist, was dieses Geld Ja, geht. ehrlich. Ehrlich. Du bestellst Also drei im neue Prinzip Hosen, ist. wenn du das schon im Joghurt hast, oder? Gut, der Bach hat sich schon bei neuen Dosen gekauft, anstatt dass es gewaschen hätte, gell? Also. Das ist für dich da beklungen. Ja, zwang mir auf alle Fälle. Was sagt's denn zu dem Stürmer? Hey, legen wir jetzt hier, gell? Jo. Ja, hilft Eric. schon. Ich schreib dir doch Eric. morgen. Den Ball haben wir jetzt wieder. Bundesliga mindestens ein Spieler. Jetzt schmerzt der Huber groß, der hier 13 Stunden gearbeitet. Ja, ich auch nicht, weißt du, aber die haben wir noch nicht verputzt, da kommt jetzt draußen ein Vollwärmeschutz drauf und 2 Zentimeter Putz, also bis bei 10 Zentimeter und die haben das schon verklemmt, dann hast du nichts mehr, ne? Da bist du plan, ein bisschen Zentimeter hast du den Mantel und dann ist das gewesen. Zwar nicht die Wände aufgehauen und das Kabel raus und mit Stoßverbinder und Schrumpfschlauch sauber gemufft, verlängert, gesichert, Isolierbandel gewickelt, dass dicht ist alles und jetzt kommt der Putzer, dann lässt das wieder raus, da steht, dann hau ich ihm Dosen aus, baue Dosen rein, verklemm es und baue es wieder zusammen. Ne? Hast du es mir aus? Da habe ich ihm, unter anderem hab ich gesehen, dass ein Schutzleiter als Neutralleiter nochmal haben und ein Neutralleiter als gescholten und Phasen nicht braun. Okay, klingt gut. Okay. Macht man so.
oder mein Kollege, gell. Wir haben zweites momentan in dem Projekt drin. Und es ist jetzt nicht wenn, wenn man um 9 Uhr haben geht. Und mein Kollege ist gestern um 11 Uhr aus. Du Scheiße. Und heute haben wir beide um 7:30 gegangen, jetzt haben wir noch 3 Stunden heim gefahren. Bodensee, Lindau. Nein, der war nur die Woche da. Aha, brauchen wir mehr Rating, hab ich schon gesehen. Für 2 ist Wahnsinn. Da musst du den zwei außen in die Mitte ziehen geben, abüberlaufen, defensive verstärken. Dann die Mittelfeldspieler, die zwei Sixer, gibst du hinten bleiben angegriffen, Mitte abdecken. Die Außenverteidiger hinten bleiben bei Angriffen und umgekehrt. IV klar, Standard, Torwart Standard, kannst du ja nichts machen. Und die Stürmer gib abüberlaufen, defensive verstärken. Rüber ist nur von hinten stark. Voll! Brauchst du nichts denken, Alter. Bin ich da? Eben. Jetzt sagst du mir, wie es mir geht. Ja, aber du musst da nichts tun, wenn du es kannst, weil das ist gut, ja. Doch, ich kann schon was. Ich kann es so tun, wie wenn ich es kennt. Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Da bin ich gut. Ja, richtig. Das habe ich perfektioniert. Das ich stimmt, das kann ich richtig gut. Und mehr muss ich nicht können. Nein. Immobile! Oder kann das bitte auf 6 aussteigen, der Scheiß, glaubst du das? Incredibile! Ich hab einen 88er und einen 93er drin gerade. Und gelangt nicht. Jetzt haben wir ein paar Flanken noch eine. Noch nicht! Was, wenn es ein neues? Holland! Holland! Oh, 86, aha. Ja. Ja, der.
Was hat sie stepper? Nein, nein, ich meine, einen anderen Hans, oder? Abfahrt! Das Team ist durch. Fortgeschritten, Duell der Giganten. Jumbo Premium Goldspieler Set. 0 von 4 abgeschlossen. Hey, ich hab bei fortgeschrittenen neue SBCs kam gerissen. Also, das war gar kein 86 Team, mir braucht man gar nicht, ja, Ehre. Ja, alles klar. Muss ich gleich Retro-Toppert hin. Das ist ein Ampulli. Hela, Lazio, Lizzi, Parma. Ampulli. Oh, wait. Ich weiß es vorher nicht, gell? Was da Ampulli sein soll. Was ist ein Ampulli? Weil es ja Top-Partie, das muss auch einer aus der Serie aus sein, wenn sie. Dann ist schon mal swappen. Das ist safe nicht. Zweite Liga? Zwei Grad? Da muss er das. Pokal gewinnt es einfach, ja, oder? Oh, lecker mio della casa. Ja, Damaskus frei. Ja, ich muss jetzt noch SBC sein, dann können wir was da. Ich bin ja Damaskus frei. Incredibile. Yo. Alter. Ich habe mich nie drauf gefreut. Kann ich nicht verstehen, wie man sich da drauf gefreut kann. Schon. Ja, okay, dann musst du ein Krank sein. Gar cool, keine Freundin. Ja, ja, das ist. Ja. Das ist irre, ja. Der muss eine psychische Störung haben. Ganz ernsthafte. Nicht, nur so, nicht so ein bisschen, sondern Vollgas. Oh,
65 Longshot-Kills noch. Das ist ja echt pervers. Rüber, du Sau. Ja, boi, brutale produktive. Oder über rein vierte. Bruder 1, 15 Bauteile. Alles bohren und genau in der Mitte von dem scheiß Viertel läuft der Drogschien. Genau da, weil natürlich baust du jetzt Bauteile Mitte ein, muss ich das festschrauben. Jetzt kann ich überall das Licht halt bohren, dass ich mit der Schraube und der Befestigung von der Schöndruck habe. Ach, das ist belastend. Aber es ist heftig. Ein kleines oder ein großes Licht? Ein kleines. Vier Bohrer. Vier Bohrer? Ja, drei Halber, weil ich 45 Schramm halten muss. Okay. Drei Halber ist kleiner wie ein Vierer. Muss gerade. Da war es anders dann mal. Ich weiß gar nicht. Ich tue nicht so oft Bohnen drauf, aber ich kann gerade schraufen. Ja, du musst halt brutal sauber arbeiten, weil da kommst du später dann nicht mehr hin. Aber meistens tue ich klicken und tippen. Gestern, da habe ich auch gerade einen Kaffee geholt. Hab mir schon geschrien, dass ich runter von sich, weil wir einen Kaffee trinken wollten. Du Reife, am Weg, der Schreiner, Sauberreis des Todes, zwei Tage auf der Baustelle, fragt mich, warum er? Die? Ja, weil ich eh so nett bin. Wenn ich nervt bin, war ich nervt. Warum wir mich fit sind, sag ich. Wenn ich fit bin, keine Ahnung warum. Ja, na, weil er baut dann sein Tor ein und da muss man mal schön aussehen, einsteigen. Sag ich, ja. Mhm. Sagt er. So, ja, sag ich. Ich brauche pro Reise ungefähr einen Tag, sag ich. Es sind 9 Reihen, also eine gute Woche mit der Montage dann vor die. Von der Lampen, die erst einmal eine Woche rechnen, plus Beschriftung und probiert gehört es auch noch, gell? Also 4 Wochen haben wir Zeit, also ich werde das Ding in 4 Wochen dann werden wir schon brauchen. Ja, und dann soll ich da mein Tor einbauen und ja, das magst du schon. Ja, wie du noch gesagt? Sag ich, außerdem schau mir einen Deckaffe, da haben von 9 Feldern haben 4 noch nicht einmal beplankt. Ich kann quasi sogar 45 mal. Ja, an was scheitert das dann da? Da sage ich, ja, schade mit dem Kaffee, oder? Da ist alles verbaut. Natürlich brauchen die da länger drum. Ja. Achso. Ah, vielleicht fehlt da doch eine Einstellung. Sage ich, ja, passt, du gehst Kaffee trinken, weil den Schmorren, den höre ich mir jetzt von dir doch nicht länger an. Und stehen lassen. Aber also, dann habe ich das an Hans erzählt, dann hat er den Hans irgendwie komisch gemacht. Ist er schwul oder was? Nein, ah, so nicht so gemacht. Blieb eine Zeit noch geredet. Dann hat er zu mir von der beiden Elektriker geschrien und dann hat er zum Hans gesagt, Mann, ich bin ein Drogenbauer. Steht aber ganz fett hinten weg Elektrotechnik drauf. Oh Mann. Ja. Was sind die Preise? Einfach dumm einfach. Ich lasse es im Blick maximal 3. Aha. Da. Jetzt sind wir fast alt hochspielen. Gut.
haben wir dann noch mehr Kurzarbeit. Total asozial. Ja, mein, ich will das ganze Jahr so dahin, gell? Ja, bis September haben wir uns gesagt, voraussichtlich. Jetzt haben wir dann im Juni KW24, haben wir komplett zu. Die restlichen Wochen. Nein, KW24 komplett zu. Was ist das für eine Woche? Die zweite Juniwoche. Den restlichen Juni 20% Kurzarbeit, also 32 Stunden. Juli, August 40% Kurzarbeit, 24 Stunden. September wieder 20% und dann immer weniger. Richtig scheiße. Muss das schon ist an der Wirtschaft, gell? Das ist brutal. Ja, es ist, ich finde es schon gut, dass frühzeitig gehandelt haben und dass das machen, dass keine Kollegen gehen müssen oder ich nicht gehen muss oder die Firma halt untergeht. Aber es ist halt ein bisschen beschissen, weil es ist je nach Abteilung ist entweder weniger Arbeit oder halt genauso viel Arbeit. Und wir haben halt genauso viel Arbeit und weniger Zeit. Auftragslage beschissen, Fertigung hat nichts zum tun. Die restliche Firma ist entweder Entwicklung oder in den Projekten drin. Und naja, genau die gleiche Arbeit. Die Projekte haben Anfang des Jahres gestartet und ziehen sie teilweise über das ganze Jahr. Ich finde, da haben wir es wirklich noch gut erwischt, weil die Aufträge, die wir vorher gehabt haben, die waren nur Staatsbauten. So, Deutschland wäre nicht bankrott und das muss ja finanziert werden, weil können sie nicht einfach rüberstehen lassen. Das ist ja schon mal safe, ne? Wo es eben jetzt passieren kann, dann die nächsten Aufträge, sag ich jetzt mal, weil die, wo jetzt hat, die hat er vorbei und die muss er nicht gerade ein Jahr planen, dann muss er nächstes Jahr auch schon planen. Also, sag ich jetzt mal, das und nächstes Jahr ist ja schon safe. Wo es einmal passieren kann, dass halt jetzt ein gespart wird mit dem Ausbau von Schulen vielleicht oder dass es ein wenig zurückgestellt wird, dass halt da die Auftragslage ein wenig länger wird, sag ich jetzt einmal. Das kann einem schon passieren. Ja, das kriegt halt je nach Branche Zeitverzögerung. Genau. Unsere Kunden, die haben angefangen mit der Kurzarbeit, da haben wir noch Aufträge gehabt und die Aufträge haben dann noch für eine gewisse Zeit gelangt, da wir halt für 2-3 Monate ausgelastet sind. Und jetzt haben wir halt mehr dran und die Handwerksbranche. Ja klar, Handwerker brauchst du immer, aber das kommt dann erst, wenn die ganzen Privatleute kein Geld mehr haben. Für euch ist jetzt ein bisschen was anderes, dass ihr was Größeres habt. Aber der Hütte das kommt noch mehr ein Stückchen später. Der Hütte schon ein brutales Glück hat, ja, weil ich glaube nicht, dass viele Firmen momentan einstehen. Ja. Deswegen geht er jetzt auch bei Zeiten ins Bett und dies das, ne? Ja, sehr gut, wenn er sich einhängt. Ja. Mein, der Weichel wird jetzt wahrscheinlich aussortiert, gell? Oder er denkt, okay, mein, die wollen nicht zu Nosen stehen, die wollen jetzt momentan eine Kurve verändern hat. Das war vorher wahrscheinlich so, sonst hätten sie es einmal antut, wo er letztendlich hinkommt. Ja, finde ich schon was gut. Finde schon was gut, weil der hat so den Ding, wo er eh wollte, weil er wollte eigentlich nicht so auf Baustelle und er kann jetzt im Büro arbeiten und ab und zu mehr auf Baustelle, okay, so kann er was. Und nicht schlecht. Oder? Ja, warst du da schon da? Ja, falle ich auch aufs Mikro, oder? Ne? Was denn, haben sie einen Schrank genommen, oder was? Alle. Warum ist das? Blitzt beim Mooshof. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, 80. Ja, das ist echt bitter. Das ist so bitter. Ein Monat oder? Ja, okay, man aber weiß doch, da haben sie doch alles verschärft. Und vor allem im 4-Monat, da fahre ich nie schneller wie der. Ich schon. 110 maximal.
Ich nicht. Glaubst du, sie kommt da nicht ins Verrecken auf die scheiß Chemie da, oder? Ja gut, aber du kannst da den Fahrverbot innerhalb von Jahr auf den Monat legen, wo du möchtest, oder? Ja, mal schon. Zumindest war es einmal so, ich weiß nicht, ob es noch so ist. Na, das ist meine Gegner. Ja, vor allem, weil sie es jetzt eh wieder zurücknehmen und genau jetzt in der Phase, in der kurzen hat es erwischt. Ja, im Herbst zu nehmen sie es zurück, oder? Weiß gar nicht. Das war jetzt ein sicher so ein Staat muss Kurzarbeit Schale. zahlen. Wir brauchen mal ein bisschen Kohle-Move. Von wegen, ja, ist doch nicht so gut. Mein Geld weiß ich ja nicht. Weißt du, klar ist ärgerlich so, aber ich finde das einfach krass, wenn du 121 bei 100 fährst und musst den Schein abgeben. Dann überholt du kannst keinen Lastwagen. Der Lastwagen, wenn 18, 90 gefahren, musst du neu fahren. Also, wenn du überholst, dann musst du eh schauen, dass du überholst. Und dann bist du gleich bei 120 dran. Du brauchst gar nicht stark aufs Gas drücken, du bist bei 120, 130. Und wenn sie genau da blitzen, dann bist du fertig. Ich lasse mir sagen, in einer 30er-Zone, in einer 50er-Zone muss ich nicht 80 fahren. Okay. Sagt kein Mensch was. Aber in der Umgehung hätten sie es lassen können. 141. Ja, da muss ich aber nicht 170 fahren oder 80. Ja, würde ich dem nicht sagen, ich bin auch schon öfter mit dem, weißt du, aber. Na, ich habe mir nichts. Ja, Meister, man kennt ihn. Weiß. Ja, kennen wir schon mehr Affe. Das ist aber der Drama Hotel. Bachel, Corinna, I, Natascha, Hilscher, die sei. Aber der. Den Dampf bringst du wieder aus dem Wohnzimmer raus, wenn der Hilscher, der Bach und hier im Rauschummern. Bist du sicher? Okay. Für zwei spiele ich schon immer seit 3, 4 Wochen jetzt schon. Boah, muss echt sagen, ist super. Bist jetzt auch nicht, weil die Sixer bleiben da sowieso hinten. Und du hast da immer noch gute Verteidiger, die wo da vor sich auch hinten bleiben. Also, das ist, wenn du einigermaßen gut verteidigst, außer der ist echt gut und dann ist es ja was anderes, aber. Eben. Wieder kommen wir auf Face bis ich mache krank. Top-Partie.
Der hat halt das Kämmer. Die normaler, ja. Du hast gestern Champions League Top Team gemacht. Nein, nein, das ist, es gibt, wenn ein Champions League Spieltag gewinnen wart, der war da jetzt gewinnen wahrscheinlich dann. Genau. Und das ist Mittwoch, Dienstag und Mittwoch und Donnerstag kommt immer um Semi-Top-Partien vor der letzten Woche oder vor der nächsten Woche so. Ja. Team. Bei 80er Team. Liegen mindestens drei. Du kannst beim Vollbild einspringen, gell? Muss gerade einstellen. Wie geht es? Unter Übertragungseinstellungen irgendwo. Müssen wir gucken. Shared. Übertragung. Erweiterte Einstellungen. Sprachausgabe. Nachricht. Wiedereinstellende Kamera, wiedereinstellen. Ah. Spiele jetzt übertragen bin. Na, geht jetzt so nix. Doch, doch, das ist irgendwo drin. Bei Kommentare, bla bla aus. Da geht es auf Übertragungseinstellungen, wenn ich Share-Tasten drücke. Genau. Kommentare, ah ja. Danke dir. Ja, ist schon Fisch besser. rein. Ja. Jawohl. Eben. Ich hab gleich die aufgestützten und Longshots. Geil. Hab ich grad noch 5 Sturmgewehre. So, haben wir das. Du hast ja Retro für Champions League Dinger gemacht mit Spurs gegen Liverpool und Rom gegen Porto, glaube ich.
Manche Spieler sind echt lost. Dann haben wir in der Arbeit noch halb getrunken, um 6 Uhr, bevor es weitergegangen ist. Und da ist halt unser Qualitätsmanager mit dabei gesessen in der Runde. Und dann hat er also gesagt, ja, er ist letztes Jahr gehackt worden. Sein EA-Konto ist gehackt worden und da war halt seine Kreditkarten hinterlegt. Und die schauen also, ja, und haben wir gedacht, I know what you're doing. Ist aber ein Cash, der Kollege, ne? Ich weiß genau, was du tust. Aus dem Grund habe ich überall eine zweistufige Verifizierung drin. Und dann mein Chef so zu ihm, ja, was das EA-Konto ist, er hat gesagt FIFA oder was, er hat gesagt, ja, ist ja ewig nicht mehr gespielt. Naja, wahrscheinlich. Und denkt, ja, Schalle. Deswegen ist auch der Kreditkartenintellekt, wo es nicht lang geht. Schon tote Zunge. Wie viel hast du schon gecached? 5000? Scheiße, ey. Hey, aber ich finde das vorbei. Also, es ist sehr leicht. Es ist groß. Es hat Fingerprint und Augendings-Sensor. Also kann man jetzt so noch nichts sagen. Glaube ich schon, ich mache nur ganz schlechte Handys. Aber wenn du sagst Huawei, dann wird man trotzdem auf der Stelle schlecht. Man kann es halt nicht mit dem Top-Smartphone jetzt vergleichen, aber für mich langt das ab. Also. Das Projekt, warum ich die letzten 2 Tage 25 Stunden gearbeitet habe, war nämlich wegen Huawei. Achso, scheiße, warum? Weil da eine Tochterfirma von Huawei unser Kunde ist. Wieder Huawei ist anders dick drin. Die sind kein Handyhersteller. Die sind der Alles-Hersteller. Mhm. Das hat sich vorher nicht gewusst. Mit dem Trump gegeben, oder? Dass der irgendwie irgendwas verboten hat, dass jetzt in der Deko. Da hat es doch mal so eine Gaudi mit Android gegeben, oder? Vor einem Jahr oder so. Ja. Also ich muss sagen, GG haben wir wieder. Da hat er so einen Stapelschirm sauber reingekriegt, da ist in Apps Ordner gemacht, sonstige Werkzeuge, Google. Ja, cool. Ich kann nicht mit der Datenkarte jetzt nur ins Internet gehen. Von meinem Essen jetzt, aber auf der Baustelle. Jetzt muss ich jetzt der Chefin schauen, warte mal. WhatsApp anrufen, ja. Naja. Das ist nicht der Stress. Ja, ich höre dazu. Ja, typisch. Ja, aber. Das ist alles Leute. Ich merke es, gell? Ich merke es. Spock hast du nicht, muss ich mir nachrichten.
Stefan war ein bisschen verwirrt. Ey, aber was bloß ich nicht verstehen? Wieso habe ich bei der Datenkarte eine extra Nummer? Vielleicht darf ich es auch mit WhatsApp und dies das verknüpfen können, oder? Weil ich kann jetzt mit ihrer Nummer nicht telefonieren. So. Ja, probier's halt, das. Hab ich schon, geht nicht. Nein. Das ist eine reine Datenkarte. Aber weißt du, auf der Baustelle ist, weil ich nehme jetzt das neue Handy nur noch für private Zwecke her und das Berufshandy, also mein altes, weil das riecht jetzt auch nicht mehr her, weil es sinnlos ist. Da wird dann, kann ich WhatsApp schreiben, da kann ich WhatsApp-Anrufe tätigen, kann E-Mails checken, kann Facebook, kann Musik hören. Passt. Das verstaubt nicht. Der Lautsprecher ist mittlerweile schon wieder hier. Und ich zahle nicht alle 3 Monate 50 Euro, weil du bringst das nicht dicht. Egal was du für Gehäuse aufschraubst, das ist nie ganz dicht. Das ist brutal, was der Staub drin ist. Ja, ich weiß schon. Das schaffst du nicht. Nein. Weil der Heide, was du mir geschrieben hast, das ist jetzt mein Arbeitshandy. Da hat mir ungefähr 1 Minute vorher mein Arbeitskollege geschrieben. Und dann ist die Nachricht gekommen, das ist jetzt meine Arbeitsnummer. Und dann habe ich die als Gelich Stefan eingespeichert. Gut. Weil ich momentan eher ist. Ist schon nicht, ja. Nochmal schon nicht. Konto einrichten. Nochmal weiter. Jetzt der Jimmy schreiben können, wenn er nicht mehr auskennt. Nochmal 231 251 49. Meist die Schiebe, wenn man seine Sachen benannt hat. Online-Banking. Ah ja. Okay. Weiter. Super Hubert, jetzt habe ich 2 Chats von dir. Ja. Oder? Ja. Ist das behindert? Jetzt warte mal. Passt? Ich schicke dir jetzt schnell was. Alle Medien, da. So, warte mal. Banking App eingerichtet. Noch nicht hinschauen, Hubert? Auf was für ein Schicksal? Auf Huawei. Nein, das erste. Hast du nicht. Du okay, auf Sonder. Das erste hat mir mein Arbeitskollege geschickt, dass ihr Bier aufmacht. Und dann das zweite ich und das dritte ich. Das zweite ich und das dritte ich. Bei mir ist es wirklich geschafft, dass Plopp macht und nur voll enttäuscht. Oh. Ach du Scheiße. So, jetzt habe ich endlich alles. Spockhass-App, Spotify, Facebook, WhatsApp, Google-Konten, Huawei-ID eingerichtet, Kontakte synchronisiert, Backup macht, Battle, immer. Alter.
Schul-ID. Ja. Alle. Meine Mama hat gestern schon wieder Panik geschoben, gell, weil sie irgendeinen so einen Facebook-Eintrag gelesen hat und dann hat sie mir geschickt, gescreenshottet, von wegen, ja, gestern Nacht wurde heimlich ein Staatstrojaner installiert, Covid-19-Benachrichtigungen, total willkommen in der totalen Überwachung, kann nicht deaktiviert werden. Habe ich nachgeschaut, tatsächlich, unter Einstellungen, Google ist Benachrichtigungen zu Covid-19-Infizierten als Dienst installiert. Und der Dienst kann erst einmal ohne App überhaupt nichts oder ohne Anwendung. Ja. Dann habe ich geschrieben, ja, kompletter Schmarrn. Das ist ein Dienst, dazu brauchst du erst einmal eine Anwendung, die den Dienst verwendet, um zu funktionieren. Und dass man es nicht deaktivieren kann, das stimmt allerdings. Weil man es nicht deaktivieren kann, wenn es nicht aktiviert ist. Ja. Schon. Aber das ist die Bildleser RTL-Zuschauer Panikmache da oder im Facebook. Das ist so schön. Ich bin auch schon überlegen, ob ich nicht Facebook einfach wieder brauche, ja, nicht mehr. Löschen. Nervt einfach. Und das Schlimme ist, meine Mama ist jetzt 50. Die hat Medienkompetenz nicht erfunden. Also, die kann nicht einmal was dafür. Die glaubt natürlich dann sowas. Warte. Irgendein so Idiot, das ins Facebook reinschreibt. Nein, null. Die hinterfragt, genau. Wollte das gerade sagen. Es gibt da junge, dumme Leute, die in jeden Scheiß glauben, die was sie eigentlich wissen mehr sollten. Und meine Mama möchte jetzt da ein bisschen rausnehmen, weil die ist einfach nicht damit aufgewachsen. Die hat seit einem Jahr Facebook. Ja, meine Eltern genauso. Die kennen sie mit so einem Kass einfach nicht aus. Staatstrojaner, totale Überwachung. Ich habe aber schon was. Nein. Das war doch mal so. Okay. Warum nicht? Letztens habe ich wieder einen tollen Marketing-Schachzug von Joko und vom Klaas gelesen. Von wegen, sie vertragen sie nicht. Riesengroß drum. Sie hassen sie hinter der Bühne und Scheißtrick. Und sie da ein schönes Fassl aufmacht. Das ist ja vom Ding genauso gewesen, vom Wendler und vom Pocher. Vom Wendler und vom Pocher, das ist doch alles inszeniert gewesen, kann man gar nicht erzählen. Eine Fernsehshow machen sie draus, die haben schon genau gewusst, wie sie es machen müssen. Ja. Die verkaufen nicht alle für dumm, das ist so lustig. Dumm ist und der, der es glaubt, nicht der es macht. Ja, sag ich ja. Die verkaufen. Ja, voll. Mei, aber das musst du so machen. Wir schreiben uns auf unsere Plakate auch die Sache, was theoretisch möglich ist und nicht, was wir praktisch können. Warte. Ja.
Nimm. Wenn man Ja. nie ein bisschen geben. Da hat sich der Hütscher, der in seiner Bewerbung, wenn der Komplett. das so weggeschickt hätte, wie er das uns vorgelesen hätte, den hätten sie nicht genommen. Der hat sich da komplett unter Wert verkauft, aber voll! Alter! Warte, was ist denn da? Alter! Was hat er denn? Er ist auch so gut verworren und nicht. Kannst du nicht, du kannst ja nicht wo reinschreiben, dass du das nicht beherrschst. Ja, Alter, so was. wenn du eine Bewerbung was reinschreibst, dann das, dass du der Allergrößte bist und einfach fast schon ein Gott bist. Ja, und dass sie ihm nehmen müssen, dass es gut Das auskommt. ist traurig, wa? Jeder verfickte Personaler weiß, dass da nur Bullshit drin steht, aber trotzdem wollen sie es. Aber vielleicht ist es so eine frische Bewerbung, wenn du mal so auf einen jungen, andersdenkenden Personaler kommst, du mal ein gratis Argument, dass er dich einlohnt. So quasi, ich labert nicht so gestochert daher, sondern ich sag das, was ich kann. Ja. Also quasi du schreibst deine. Ja klar, So. aber. Da ist sie bei Markus eine Firma beworben. Sehr geehrter Herr Müller. Über Mitarbeiter Marco Korbauer bin ich auf Ihre Firma aufmerksam geworden. Wie bei unserem Telefonat schon besprochen, würde ich mich sehr freuen, wenn ich bei Ihrer Firma, da wo ich dann irgendwo schreiben oder einfach aufgeht. Derzeit arbeite ich bei der Firma Elektro-Weichler GmbH und Co. in Boden Majestätik. Grammatikfehler. Seit Beginn meiner Lehrzeit war mein Tätigkeitsbereich ausschließlich die Planung und Konzipierung elektrotechnischer Systeme für die Energieversorgung und Gebäudetechnik sowie die Installation von Anlagen und Komponenten. Das war der Familiensitz. Seit Beginn des Jahres bin ich allerdings vom Verteilerbau tätig. Zu meinen Aufgaben zählen das Besticken der Verteilerschränke und das Vertrauten der eingebauten elektrischen Betriebsmittel. Außerdem bin ich abwechselnd auch im Planungs- bzw. Zeichenbüro tätig und helfe dabei, Pläne für die Vertrautung der Verteilerschränke zu erstellen. Allerdings wurde ich erst vor kurzem diese Planungsprogramme eingeführt, deswegen habe ich doch nur Grundkenntnisse. Ja gut, Zum. das ist ja okay eigentlich, Er läuft aber mein Arbeitsvertrag aus. ich darf es gar nicht schreiben. Aber der Beste ist immer nur der Gerhard, der Onkel vom Hartl. Wegen der Haushaltszeitung hat er mir geschrieben, so hat, ob ich Beutel brauche von ihm als Kind und so, für Zeitung. So, ja, schieb mir's. Dann, ja, ich weiß nicht, wie das geht. Dann habe ich ihm einen Screenshot gemacht, hab's bearbeitet. Den Screenshot habe ich mir kriegen und gemacht, wo er draufdrücken muss. Dann er so, er hat ja keine im Speicher kein Beutel. Sag ich, dann muss er sich fotografieren. Dann er so, muss ich es da wirklich auch jetzt Beutel abfotografieren? Der will mir das per Post schicken, der Mausch. Das habe ich ja eben auch Ja, Alter. Ja. Spiel aus der 7. Liga maximal 5. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße. Aber da muss ich ja fast. Da muss ich ja fast. Ja, da einbauen. Ja, wieder. Komplett daneben geschossen, oder? Oder?
Also kurz nach dem Nachladen haben wir echt assi, gell? Ja. Nein, nein, da gibt es eine Herausforderung für Tarnung. Erziele Kills kurz nach dem Nachladen. Muss man mal warten. Fünf oder acht Team, gib mir Fickzeug wieder einfach. Team, gib mir 5 oder 8 Brei. Oh, keine Ahnung wie, jetzt habe ich 3 8. Aha. Aber ich verstehe es nicht, warum, wenn ich Haus baue, dann verputze ich das und dann baue ich, dann streiche ich es und dann baue ich es. Und nicht bauen, montieren, demontieren, verputzen, montieren. Das ist doch. Wie ist das wurscht? Mein Zuschauer hast du mich. Gut. Jetzt wirklich ZM auf ZM kaufen. Da. Okay, das ist doch.
Glaubst du das? Was? Mei. Erkusserung. Alter. Kranker Scheiß. So. Panenko, Momrano. Tschechische Republik, mindestens ein Spieler. Das ist aber. Wie viele Champions selten mindestens einer? Alles klar. Fix. Guckt sie mir das Bier zu. Spieler aus einem Verein Minimum 3. Oh, du trinkst ein Bier, was bist du für einer, du Alkoholiker, du? Du Alkoholiker, du. Du Alkoholiker. Das komplette Mittelfeld von Frankfurt sehe ich. Spieler aus einem Verein mindestens 3, selten mindestens 1, ja, Hobby. Okay, können wir Bundesliga öffnen. Fick dich. Liegen mindestens 3. Ja, gut. Gut. Alles gut. Mein Gott.
Nein. Wir haben jetzt fast in einer Runde die Shortly After Reload Dinger gemacht. Cool. Shipment ist halt brutal. Ja, das kennst du. Ja, nicht nur die schlimmste Waffen. Ausstehend. Famas. Macht halt gar keinen Spaß. Yay! Haben wir jetzt alles? Ja, schaut gut aus. So, wo Modell der Giganten noch? Was kriegt man da? Letzt seltenes Elektron-Spieler, Megapack, Prime Gold-Spieler, seltenes Spielerpack. Alter! Grüß! 50K-Set, 45K-Set, 35K-Set und 25K-Set. Bei Silver. Champions. Goat. 100 Kasset. Jumbo Premium Goldspieler Pack. Halle? Na, Jumbo seltenes Spieler Pack. Na, Halle? 100 Kasset. Na, das ist 125 Kasset. Ah, 30 Spiele, alle Gold, alle selten. Weil die kann bei EA arbeiten. Ich kann jetzt Barkel auswendig. Jetzt kommt ein Icon. Jetzt kommt ein Gefühl, jetzt kommt ein Icon. R9 kommt jetzt dann. Prime Icon Moment. Sind wir 90 rated. Stellen wir jetzt dann ein. Ich hatte einen Verkauf. Nein, ich hatte einen Song. Safe. 5-5 würde. Schlecht. Der Pimmelkruse. 83. Alter. Fickt euch dein. Fickt dein Zahnfleisch auch so hier bach. Teilweise. Nicht immer. In schlechtesten Pack ist es ein Walkout dran, komm. Wieder, ich habe auf einer Runde die shortly after reloading Kills gemacht. Nice. In einer Runde. Ein
Jetzt geh ich FIFA kommen. Gönn. Ja, ja, FIFA gönnt. Fuck. Oh Mann, die schlimmsten habe ich. Naja, es geht klar. 1,84er, 2,83er drin im Pack. Ein Tauschbar, fuck. Was kostet denn der... der Serge der Gnabry noch? Jetzt geh Walkout, komm. Mann. Hey, ich geh wenig, wie schön. Gute Picks, gut. Wieder. Komm, ich lass ihn. Ich tu jetzt mal ins Team ausprobieren. Die 3 Sterne Wegfug für mich nicht, aber sonst ist es gut. Die 3 Sterne Wegfug für mich nicht, aber sonst ist es stark. So, jetzt habe ich da einen roten Playpick noch drin, das gefällt mir. Was geben wir dem Stürmer? Kamara, der braucht auf alle Fälle bei Schüssen mit nix. Ja, Engine wird sich gesünder. Braucht der Hernandez? Wieder andere 96 spielen? 99 ist er gut. Passspiel ist er auch gut. Der Physis ist er komplett OP. Defensive ist er. Der braucht eigentlich.
Eigentlich. Boah. Was gibt bei denen? Ein KGWM. Nein, 91 Kopfballpräzision, 91 faire Zweikämpfe, 91 Grätschen, 94 Abfangen, 8 Rost Defensivbewusstsein, 91 Stärke, 91 Aggressivität, 92 Ausdauer und 87 Sprungkraft bei 91 Antritt und 91 Sprinten. Ja, kurzer Pass 91. Alles klar. Ja, warum nicht? Alter, ist jetzt der Engine so verwirrt? Glaubst du, das kann jetzt auch, oder? Dass der Engine so verwirrt ist? Krank. Bei dem FIFA-Teil beweglicher Balance essentiell wichtig ist, gell? Darum spielt ja kein Haaland nicht. Naja, brauchst du Spieler. Kann das so voll auf der Karte drauf, die ist nicht beweglich. So, ja. Schaut schon mal nicht verkehrt aus. Ich geh mal pissen. Jo. Gut. Dann probieren wir mal aus, das Team. Ja, 192er Team. Wieder. Grober Scheiß. Ja, nicht. Was kostet ein 86er Team mit einem Tots-Spieler drin? 150k. Gut, oder? Ja. Oh je, da wieder. Hat auch ein gutes Team.
an diesem Fußballabend im Emirates Stadium. Herzlich willkommen zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir übertragen heute für Sie ein Division Rivals Spiel. Ich glaube, das kann ja, letzt, ein Sony hab's adoptieren müssen. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Probiere suchen ein Zuhause. Marcel Sabitzer, was macht er draus? Ich wackel, schau mir bitte nochmal. So, und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Otzin. Alisson, Ibrahima Konate spielt die Mario zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. So. Na, das ist doch schon mal eine Ansage, die wollen offensiv agieren. Sehr zu empfehlen. Also, ich habe selber noch nicht gehört, das Astro Otzin, aber ich sehe jetzt, was das A40 für Quali hat und habe mir das Otzin auch schon angeschaut. Und das ist echt fein. Vor allem, das ist nicht so ein klumpertes Ding, das wenn du einmal birgst, das bricht. Ja, den Test bricht, das muss ich nicht gesagt haben, wo du überfunden hast. Jerome Boateng spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Kingsley Coman steht mit Karim Bellarabi auf der Flügelposition. Der Marco hat es jetzt abgestellt. Ich weiß gar nicht, ob er es schon hat. Das ist so nicht mehr flung. Nein, hätte jetzt Astro Orts hin. Astro auf die Pisten jetzt. Macht er gut! Da passt er auf! Sie verlieren den Ball. Gaming jetzt. Wenn es um Musik geht, hat immer noch mehr. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Lampard. Mein PlayStation hätte jetzt mittlerweile in der Arbeit im Einsatz rüber. Juan Cuadrado. Jetzt haben. Was? Ja, weil. Ballverlust. Ich wollte mir Headset bestellen. Alles ausverkauft. Zu Corona-Zeiten. Man denkt, ja gut, ich habe 5 Headsets daheim. Die im Eck rumgammeln und dann müssen wir das PlayStation jetzt eben mit der Arbeit. Vorteil, Spiel läuft weiter. Du hast nichts mehr gekriegt. Vom Torwart. Außer. Reus mit der Ecke. Was? Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, ja. Den Ball holt er sich. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Pass auf die Außenbahn. Chris, du brauchst du mit Sicherheit auch öfter Webex und so einen Scheiß, oder? Es gibt echt eine brutal geile Alternative zum Webex und ich finde es sogar besser wie Webex. Das heißt Matrix. Ist ein Freeware. Das heißt, du brauchst keine Lizenzen dafür. Gut, es wird kein Problem haben mit Lizenzen, es wird nur haben wahrscheinlich, oder? Coman. Auf außen ist Platz. Klasse, okay. Wie er da hingeht, gibt Einwurf. Und das ist der Ballverlust. Ja. Lukaku. Lampard jetzt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Schöner Pass. Er kann diese Situation so gerade noch in. Okay, ja, das kenne ich. Das Matrix ist echt brutal geil. Das ist halt Freeware, Open Source, das kann man anpassen, wie man Bock hat. Und wir haben halt da. Ja, genau, wir haben halt da einen Vorteil, weil wir 8 Millionen Softwareentwickler in der Firma haben. Und die haben uns halt das genau auf unsere Firma zugeschneidert. Du kannst da Räume erstellen, wie du Bock hast. Wir haben jetzt für unser Team so einen Chatraum erstellt. Du kannst du Battle reinhauen, du kannst du. Smileys, alles mögliche und kannst so verschiedene Plugins einhauen und ein Plugin ist Jitsi. Das ist im Endeffekt das gleiche wie Webex. Das ist direkt im Raum, du bist auf einen Klick, bist du da drin, kannst du deinen Link auslassen, schickst deinen Link an den Kunden, der Kunde kann über den Browser da reinkommen. Fertig, der Geist ist gegessen. Freeware. Mega geil. Wenn jeder das benutzen hat, darf Webex sterben.
Er spielt den Pass auf den Flügel. Lampard jetzt. Witzel. Ja, ITler können die auch nicht programmieren. Das. Jetzt Sabitzer. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Er schien vielleicht ein bisschen überrascht und deshalb kam der Ball nicht wirklich kontrolliert aufs Tor. Ungewöhnlich, wirklich ungewöhnlich für einen Mann seiner Klasse. Der Ballverlust. Sauber vom Ball getrennt hier. Entschuldigt, der Dritte können. Also. Jetzt muss es schnell gehen, dann kann es gefährlich werden. Lampard! Den hält er völlig ohne Probleme. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Erneut so ein hervorragender Pass. Seine Zuspiele kommen heute eigentlich extrem gut. Der hier ist eine echte Ausnahme. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jetzt Marco Reus. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Okay. Dann zieht er ab. Was für eine Rettungstat. Gehalten. Kurze Variante bei dieser Ecke. Sieht gefährlich aus. Goretzka. Ein guter Block hier. Versucht per Volley. Kein gutes Timing. Geil. Deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Jopp, Halbzeit hier. So, weiter geht's jetzt im Emirates Stadium mit der zweiten Hälfte. Ja. Ballverlust. Josip Iličić. Romelu Lukaku. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Den Ball hat er. Ganz souverän. Oh, da ist er unkonzentriert. Jetzt kommt Freude auf. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich wenn werden. Auf der Baustelle irgendwo kämen, oh, im Mittwoch ist Barbesprechung, da kämen so weiter. Ja, das entscheiden, gell? Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal dann im Griff. Dann gehen sie gerne zu Artur. Das wird noch hoch. Und wenn es sich ausspricht, dann schickt der dem eine E-Mail, der leitet die E-Mail weiter, schickt dem eine E-Mail, bist du mir im Plangriff vergangen, 3 Wochen. 3 Wochen. Das wo ich und das ist natürlich jetzt ausschwarzen kann auf der Baustelle. Mit dem. Dauert am offiziellen Weg 3 Wochen. Lukaku mit dem Ball. Was macht er draus? Die ganzen Leute werden zu lange die Scheiße aus dem Mund. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Goretzka. Leon Goretzka. Ist das der Ausgleich? Da ist der Ball drin. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen. Richtige Entscheidung. Der Ballverlust. Iličić. Nedved hat den Ball. Die Mitspieler bieten sich an. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Bellarabi am Ball.
Ja. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der Reus. Was macht er draus? Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Da ist natürlich schade, ich bin ins Spiel gerade zu. Das ist eine richtig interessante Partie. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel bis jetzt nicht wirklich oft gemacht. Also es gibt jetzt zwei Gründe, entweder ich bin absolut blöd oder in der IT-Branche sind wirklich lauter Nerds, die was komplett durchdrehen. Also da sind teilweise, ich habe jetzt, nein, 10 Jahre Berufserfahrung sind jetzt nicht viel, aber so wenig ist jetzt auch wieder nicht. Und ich, wenn da teilweise vor Kollegen stehe, dann denke ich mir, fuck, ich habe noch einen verdammt langen Weg vor mir. Ja, ist ja gut. Test. Ja. Gut durchgesetzt, gefährlich. Genau. Etwas später und er ist frei durch. Das aber so warum, dass ich seit Anfang an beim Hans bleiben will. Der Typ ist ein Koryphäe auf seinem Gebiet, der kann alles, der weiß alles. Und da bleibe ich dabei, so lange wie es geht. Denn der Mo hat mit 60 schon Baustellen gehabt. Wir haben einen im Team, das ist 1:1 der Schelden. Ich schwöre das, der verhält sich genauso. Der weiß ungefähr alles. Da, egal mit wo du zu dem kommst, du kommst zu ihm mit Programmieren, sämtliche Programmiersprachen, egal. Netzwerktechnik hat er drauf. Linux hat er drauf. Windows hat er drauf. Elektrotechnik hat er drauf. Dann, du bist schneller, wenn du aufzeigst, was er nicht kann. Auf außen ist Platz. Jetzt hat er den Ball wieder. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Josip Iličić. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Tja, ein fantastischer Treffer. Wirklich ein tolles Tor. Den Ball wollte er genau dorthin haben. Ganz stark gemacht von ihm. Der Ball in meinen Augen zumindest unhaltbar. Er passt ihn auf den Flügel. So, was machen Sie draus? Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Witzel. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Bringt den Ball flach rein. Alles okay, Ball ist noch im Spiel. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Jetzt Marco Reus. Komm an. Da erobert er den Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte das ist aber schön, wenn man auf einer Wellenlänge dann schmerzen kann. Dass Marco der andere gleich weiß, was du meinst und nicht, und dass du kein, weißt du. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Vor dem Tor, wie so oft, Marco Reus. Ja, der Nationalspieler hat die Klasse und ist immer gefährlich. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Da wieder. Ganz stark hier von Reus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er das Tor? Wo warst du denn? Stream noch? Da muss der ganz genau, wann er rauskommen muss. Ja, der Tipp zu. Echt? Und na, schau grad. Nein. Ja, ich würde gerade sagen, Marketing. Ich möchte jetzt nicht gegen deinen Stand schimpfen oder sowas, aber wenn ich von so einer Firma sagen darf. Ibrahima Konate. Na, das ist auf die Schirm. Josip Iličić, Lukaku. Könnte die Führung. Ach, das ist schon krass. Das tut sich gerade leichter mit anderen Rennen, Leute. Aber ich weiß es nur, da wo man die Eishalle Dickendorf macht. Da haben wir die Hauptbeleuchtung nicht gemacht, den Lautsprecher und so. Und wir waren jetzt so neben Garagen, da wo die Lagerräume sind, Licht rein, Steckdosen rein, Schalter und so. Und da habe ich nur die Steckdosen aufputzig geschraubt. Die grau-blaue Siemens Steckdosen.
Also nur, die Zuschauer nur Nein sagt. Wir sehen hier heute richtig. Jetzt kann 10 Minuten, da haben wir 4 Steckdosen hingeschraubt. Kann es 10 Minuten dauern, steckt da einer an. Da war noch weder ein Kanal dort, nur ein Kabel. Steckt da und fragt mich, warum da sein Kabel drum nicht geht. Aber sein Kabel drum ist ein bisschen so. Ist das ernst? Ja, ja, ich will jetzt da schauen, ob das. Ob das. Also, ich schaue halt mal genauer hier auf die Steckdosen. Sechst du da irgendwas? Ja, nein, sag ich jetzt. Zum weißt, warum es nicht geht. Super Parade, klasse, hä? Ja, da ist kein Kanal da, da ist kein Kabel da, da ist. Der hat das nicht checkt. Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, du musst auf der anderen Steckdose da stecken, dann war es genauso, weil ich das macht. Nix aus der Das wäre so ein wichtiges Tor gewesen, aber sie machen nichts aus dieser Szene. Oh, weißt du, sagst gewiss eloquent, die ITler. Du hast schon recht, die sind lauter. Also, wenn einer Koryphäe in der IT ist oder was, dann ist der meistens nicht wirklich eloquent. Das ist meistens so ein schüchterner, bisschen stinkiger Typ, der was nicht die besten zwischenmenschlichen Fähigkeiten hat. Wenn aber einer eloquent ist, dann hat er meistens in eine andere Richtung irgendwie nicht so viel Kraft. Das habe ich schon festgestellt. Und in meiner Stelle habe ich Gott sei Dank eine Mischung aus beiden. Sie verlieren dieses Spiel. Klassische Reporterfrage, woran lag's? Buschi? Ja, meiner Meinung nach haben sie einfach nicht. Nein. Ja. Sollten sie hinter ihren Schreibtisch sitzen? Sollten die eine Software programmieren oder was auch immer die da treiben? Das ist mir scheißegal. Ich bin kein ITler, ich bin mehr Elektrotechnik, so in die Richtung. Das ist auch so geil, Hubert, du hast es schon mal erzählt. Wir haben eine Abteilung, die machen nur Software, also rein Software, sonst gar nichts. Alles andere ist ein bisschen so System, Hardware, Software miteinander. Und die Typen aus der Abteilung, die sind komplette Sheldons. Die haben es wirklich drauf, die wissen alles. Aber mit denen, wenn du drehst, da kommst du teilweise vor, wenn du mit so einem geschammigen kleinen Dirndl drehst. Das ist so lustig. Der andere kommt zu mir ins Büro und sagt so, kann er mir vielleicht einen Schraubenzieher leihen von dir? Der Typ hat aber einen Master in angewandter Informatik. Und kann eigentlich voll auf sich halten, aber er ist geschammig wie ein kleines Dirndl. Oh ja. Was ist denn da jetzt selber Beute gehält, oder? Was ist denn da? Drei Christian, schaut denn aus? Ist nicht Bonn, der Nico? Der tut eh nichts mehr, oder? Mann. Da haben wir einen Multiplayer. Ja, das kümmer. Könnte mal Bruno im Kanu was freischalten. Du hast eh nicht mehr lange Zeit. Ich glaube, die geht ab Season 4 nicht mehr. Wann kommt's? Obwohl. Nächste Woche. Ja, der wird schon noch gehen. Aber mach's mir lieber. Ja, Ihre Kommentatoren so heißen Wolfus und. Ich versuche gerade fast absichtlich mein KD ein bisschen nach unten zu drücken. Dass ich die Waffenteilungen leichter machen kann. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Jetzt Marco Reus. Goretzka. Coman. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Das Ding mit der Parade. Immer noch gefährlich. Reus geht dazwischen. Marcel Sabitzer. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Wenige Minuten gespielt erst. Und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen. Ansonsten du bist ja schon zwei Zuschauer.
Oleg, schau doch den Freistoß so. Achso, Chris, bist du wieder drin? Schau doch den Freistoß so. Alter. Ja, warte, lauf gerade. Jo. Nicht schlecht. Kein Finish. Ja, Time Finish macht. Einen Kiwi. Jede Menge Treffer. Ja. Deshalb ist es kein Wunder, dass man von ihm häufiger so schöne Treffer sieht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nicht halt Fall und M13 auf gut Grund. Rüber zügen wir wegen Waffenteilungen durch. Halt. Ja. Marcel Sabitzer. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ganz geduldig machen sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Marco Reus. Das ist ein Chelsea-Tunnel. Da könnte was entstehen. Das ist mir wie lustig, ne? Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ah, da hätte schneller gehen müssen. So ist die Abwehr wieder da. Konter viel mit Auge. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Da ist Platz. Ja, Longshot kills. Nur Bellarabi. Jetzt Sabitzer. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Er geht abseits. Da verlieren sie den Ball. Lässt sich da weit zurückfallen. Ganz energisch jetzt. A GI-Mini-Reflex haben wir, meine ich, oder gesagt. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt, das war ein hervorragender Zweikampf. Auf und ab. Oh, nice. Goretzka. Jetzt vielleicht. Wieder der Kamada gefühlt, das war gut, hey. Macht sich ein Dragback und haut ihn rein. Sieht im Moment gut aus, ja. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und los, dieser, der Gegner. Ja dann, Pachel, wirf mal die Schlungscheiben, ja. Oder? Ja dann! Ja dann! Ja. Starten Sie Ihr Spiel? Hey, aber ich verstehe nicht, wie manche Leute Tage damit beschäftigen, also geschissen sind, die zum Richten, das dauert eine Stunde. Nicht einmal. Was jetzt zum Richten? Ja, die ganzen Kontakte synchronisieren und Apps installieren, Konten einstellen, so. Und so, wenn ich es nebenbei mache. Ja. 1560, drei Aufgaben abgeschlossen, nice. Ich richte mein neues Handy. Also ich synchronisiere überhaupt nichts von meinem Handy. Die ganzen Scheiß. So. Ja, Kontakte, aber die ganzen alten Scheiß-Datenvideos, Battle, den ganzen ja, Kack, den nehme ich nicht mit aufs neue Handy. Bin froh, wenn ich es wieder mal sauber hab. Ja. Ah, cool. Aber benutzt noch Swift Key Tastatur. Ich kann es wieder verwenden, aber ich weiß nicht, ob ich es nehme. Beste. Schon geil. Alter. Weil irgendwas hat mit dem Einrichten noch nicht funktioniert. Ich muss dann nicht mehr schauen. Hab ich dann keinen Bock mehr gehabt, nach dem Tag halt. So, was haben Sie denn noch für Saison aufgehabt? Ah ja, wieder. Joao Pedro. Nice. Jetzt haben wir 4 Tage frei und wir gehen in dem Projekt total unter. Eigentlich total sinnlos. Eigentlich müssen wir Freitag, also wir müssen eigentlich morgen auch arbeiten. Aber es geht halt einfach nicht. Wir dürfen nicht. Scheiß da nicht drum. Weiß ich nicht. Das ist mein Job. Bleib nicht an mir hängen. Ich meine, ich bin nicht Projektleiter. Ich arbeite in dem Fall nur zu. Also, mir scheißegal,
An mir bleibt es nicht hängen, aber ich möchte trotzdem, dass es klappt, weil es ist mein Job. Am Dienstag haben wir noch einen Tag Zeit und am Mittwoch kommt der Kunde für einen Workshop. Scheiße. Super. 50% erledigt. Da würde ich aber komplett wurde, wenn du irgendwelche Leute dabei hast, die überhaupt aber 0,0 motiviert sind und du eher an jeden Schritt sagen musst und so, da, am liebsten, da möchte ich es eigentlich nur heimschicken und möchte es selber machen, weil da kriegst du ein Haus einfach. Wir haben einen Kollegen.